Man sieht es mir schon an. Ich trage heute einen Text aus der Literaturgattung des Gangster-Raps vor. Doch zunächst habe ich gehört, dass auch einige Nicht-Juristen heute unter uns sind. Und der ein oder die andere, die vielleicht mal die Europarechtsvorlesung wiederholen sollten. Deshalb zuvor, der Europäische Gerichtshof ist der höchste Gerichtshof in der EU. Er steht in seiner Anwendung über den nationalen Gerichten sowie den nationalen Verfassungsgerichten. Einige Verfassungsgerichte sehen das manchmal etwas anders. So auch das Bundesverfassungsgericht in seiner EZB-Entscheidung, die von dem damaligen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voskuhle vorgetragen worden ist. Ich stehe heute hier stellvertretend für Andreas Voskuhle. Oder wie ich ihn nenne, Andi. Wir erinnern uns zurück, EZB-Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2020. Andi hat im Alleingang den EuGH in Grund und Boden gestampft. Das würden andere vielleicht anders ausdrücken, aber ich bin heute hier, um die Facts zu spitten. Deshalb auch der Aufzug hier, für die Street Credibility. Moment. Leben und Tod des EuGH. Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die ihr urteilt, erzürnen schon ganz Deutschland. Früher hieß es Wirtschaftsgemeinschaft, kurz EWG. Heute heißt es Fick das Grundgesetz und das BGB. Doch ihr merkt es selber, es erwachen die Staaten. Wofür zahlen wir eigentlich 25 Milliarden? Dafür darf man doch ein Mindestmaß an Leistung erwarten. Ihr seid vogelfrei, weil ihr die Verträge brecht. Labert auf den Seiten ja fast noch mehr Müll als Brecht. Wir stehen angeblich unter euch, ihr Totalversager. Schämt euch, Deutschland war sowas wie der Vater. In Luxemburg habt ihr euch zu Monarchen auserkoren. So frisch erst geboren, schon den Blick für uns verloren. Ihr habt vergessen, wo ihr herkommt. Die Macht drückt euch die Sinne, aber kein Problem. Ich helfe euch auf die Sprünge. Ich erzähl's euch nochmal einen Moment. In EU-Geschichte habt ihr scheinbar gerade gepennt. Nach dem Krieg, da hat man zueinander gefunden und seinen Hass überwunden, sich aneinander gebunden, die Staaten waren geschunden und noch klafften die Wunden, doch ab heute wollte man Freundschaft bekunden. Denn es bringt nichts, wenn man immer nur nach hinten schaut und sich die Zukunft verbaut. Und so stand man schon im Geiste vereint, doch für ein politisches Ziel war die Zeit noch nicht reif. Für den Wiederaufbau braucht man Geld, ein reges Geschäft. 1952 gründet sich die EGKS. Darauf folgte dann ein Wunder, die Welt war im Wandel. Alle profitierten vom gemeinsamen Handel. Das Geschäft, welches Frankreich und Deutschland eint. Und man begann wieder zu begreifen, was Freundschaft meint. 1958, dann endlich der Lohn. Man schließt sich zusammen zur EWG in Rom. Plötzlich ging es um mehr als nur Kohledublonen. Für Europa hatte man jetzt große Visionen. Frieden, Freiheit, Politik war jetzt wichtig, wie man fand. Und der EuGH hat mehr Bedeutung erlangt. Doch das war euch nicht genug. Es kam zu Gent und los. Ihr behandelt jetzt die Länder, als seien sie eure Hosts. Bereits wenn ich dran denke, wird mir schon schlecht. Unmittelbarer Gebrauch von Unionsrecht. Man reichte euch den Finger, doch ihr nahmt die ganze Hand. Wir haben das geschluckt, doch langsam wuchs der Widerstand. Mit dem Costa-Enel-Urteil seid ihr weiter abgehoben. Glaubt ihr wirklich, niemand merkt ihr eure finsteren Methoden? Ihr saht euch als das höchste Rechtsprechungsorgan und denkt, ihr hättet schrankenlosen Anwendungsvorrang. Doch wir haben für euch gebürgt und uns gerade gemacht. Alle anderen haben über das Gehabe gelacht. Für euren Hochmut haben wir mal wieder Scheiße gefressen. Es ist wohl langsam an der Zeit, hier ein Zeichen zu setzen. 1993 kam der Maastricht-Vertrag. Gründung der Union. Landesrecht stand kurz vor der Disposition. Doch wir sagten es jetzt und trafen einen wunden Punkt. Die EU ist kein Staat, sondern nur ein Staatenbund. Bevor ihr euch in eurem Größenwahn verliert, macht euch bitte klar, wer euch legitimiert. Doch das reichte euch nicht. Ihr wart gedanklich schon bei dem Ausbau der Union zu einer Supernation. Mit dem EVV versuchtet ihr, mehr Macht an euch zu reißen. Eine eigene Verfassung, doch die Länder ließen es scheitern. Wer kam auf die Idee, das auf Papier zu rotzen? Europa als Staat und Deutschland trägt die Kosten? In Lissabon habt ihr das Wort Verfassung vermieden. Und so gelang es euch, eure Fehler gerade zu biegen. Habt mal wieder durch die Hintertür eure Macht gemerkt. Aber glaubt doch bitte nicht, wir hätten es nicht bemerkt. 2020 kam es zum Eklat. Wir verstehen Spaß, aber nicht beim Staatsetat. Der Beschluss zur EZB, machten wir klar, ist schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar.
Ja, EuGH, das war deine Geschichte. Die gesamte Geschichte. Weißt du noch damals? ERG, Amsterdam, Nizza und wie sie alle hießen auf deinem Weg bis ganz nach oben, Leute, Snitch. Ja, Mann. Und ich hab so viel gar nicht erwähnt, Alter. Was ist mit den ganzen Kompetenzüberschreitungen, die du da und anmaßt? Wenn du wieder zu viel Kokain geschnupft hast, Alter. Damit macht man sich nicht cool, Alter. Das polnische Verfassungsgericht hat das auch gesagt. Aber weißt du was? Das Gericht nehme ich gar nicht ernst. Das sind genauso Bastarde wie du. Nur eure Ermächtigungsgrundlage ist unterschiedlich. Im Herzen seid ihr genau derselbe dysfunktionale Idiotenverein. Aber scheiß drauf, Mann. Das war die Geschichte. Und jetzt kommt das Finale, Digga. Weil das eine Hinrichtung ist, wird heute euer Todestag. Ich exekutiere den EuGH für den Hochverrat. Hierzu braucht ihr nur noch gar nichts mehr zu sagen, sondern könnt ihr schweigend euren Untergang ertragen. Wie könnt ihr nur vergessen, die Verhältnismäßigkeit zu prüfen? Für den Scheiß müssen selbst noch eure Kindeskinder büßen. Wir rätseln hier auch weiterhin, was eure leeren Worte uns sagen. Ihr seid so überzeugend wie der BGH zum Mordparagrafen. Wie ist es geschehen, dass ihr eure Kompetenz missachtet habt? Denkt im Sack mal drüber nach, nachdem ich euch geschlachtet hab. Jetzt ist Schluss mit der Zeit, in der ihr mich verachtet habt, in der ich euch beachtet hab. Ich verwandle gerade den EuGH in ein Massengrab. Ich hab Verfassungsrecht revolutioniert. Ich hab Grundrechtsdogmatik revolutioniert. Ich hab Demokratie an sich revolutioniert, während ihr vergeblich versucht, meine Technik zu kopieren. Doch mir scheint, ihr hättet damals Staatsorger geschwänzt, denn ihr handelt ultravirus ohne Kompetenz. Kompetenz. Habt ihr nicht erkannt, seit 45 will man keine Machtkonzentration. Für das EZB-Urteil fehlt euch die Legitimation. Hört auf, euren Anwendungsvorrang anzubieten. Würde es den geben, wären wir nicht beigetreten. Ihr seid nur ein Diener von dem Bund der Länder, also handelt auch entsprechend nach ihrer Agenda. Ihr vergesst es manchmal im Kontrollenwahn. Eure Aufgabe ist nur die eines Kontrollorgans. Euch fehlt Autorität, denn ihr seid keine Staaten. Nur eine Ansammlung von Winkeladvokaten, von miesen Bürokraten, welche jedes Schlupfloch nutzen, um die Staaten zu verraten. Eure Befugnisse sind klar. Es steht in den Verträgen. Was fällt euch also ein, euch übers Volk zu erheben? Weil der toleriert, immer nur verliert, höre ich jetzt auf damit und beende es. Ihr seid wahnsinnig, gehört abgeschafft. Hiernach bezweifelt ganz Europa eure Urteilskraft. Sagt mal, was ihr inhaliert, kifft ihr eigentlich auf Lunge? Ehe ich euch vertraue, vertraue ich Krimmer Schlangenzunge. Das hier ist Usurpator gegen Terminator. Ihr seid die Forelle und ich der Alligator. Wir sind weiterhin OG im Instanzengefecht. Ihr seid bloß die Bauern, wir das Adelsgeschlecht. Im Hierarchengeflecht bleiben wir Monarchen des Rechts. Keine Superrevision, doch uns gehört der Thron. Hey, EuGH, ich mach das hier nicht mal für mich. Bei mir läuft du Spast. Ich mach das für die Leute, denen du was bedeutet hast. Für jeden, der dich jemals unterstützt hat. Damit du Kasper heute sagen kannst, du bist was. Für das deutsche Volk, das dir vertraut hat. Für Italien, das auf dich gebaut hat. Für Dänemark und Tschechien, die dich früh geschaut haben. Und für alle anderen, die dir geglaubt haben. Für Peter Huber, meinen Freund und Kollegen. Er war in unserer schwersten Zeit stets zugegen. Für die EU, über die man später mal erzählen kann. Der EuGH war ihr Untergang.